So, liebe Zuschauer, schauen wir mal, welche Termine zum Abschluss dieser Börsenwoche auf der Agenda stehen. Es geht jetzt um Freitag, den 29. September 2017. Um 1.30 Uhr in der Nacht wird die Entwicklung der Verbraucherpreise in Japan bekannt gegeben. Dort in der Kernrate also die Inflation. Man rechnet jetzt mit 0,7%. Das wäre ein Anstieg. Zuletzt waren 0,5% Inflation in der Kernrate gemessen worden. Dann haben wir um 1.50 Uhr Daten zur Industrieproduktion in Japan im Programm. Hier ebenfalls für den Monat August. Diesmal allerdings die vorläufigen Angaben. Um 3.45 Uhr kommt der Caixing Einkaufsmanager-Index für China heraus für die Industrie im Monat August. Und dann um 9.55 Uhr am frühen Vormittag hier in Deutschland gibt es Daten vom Arbeitsmarkt mit der Arbeitslosenzahl bzw. deren Veränderung. Man rechnet jetzt hier mit einem Rückgang um 5.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote kommt dann ebenfalls heraus um diese Uhrzeit. Die lag ja zuletzt bei 5,7%. Um 10.30 Uhr schauen wir auf das Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien. Die endgültigen Angaben hier für das zweite Quartal. Um 11 Uhr gibt es dann die Entwicklung der Verbraucherpreise im Euroraum. Eine Vorabschätzung dann für den Monat September. Ökonomen rechnen mit einem leichten Anstieg der Inflationsrate auf 1,6% im Jahresvergleich. Und um 15.45 Uhr schauen wir dann auf den Einkaufsmanager-Index der Region Chicago in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier rechnen Ökonomen im Monat September mit einem leichten Rückgang auf 58,5 Zähler.